So ihr Lieben, bin heute draußen am Machfeldwanderweg und habe den Anlass, dass der Guido von Survival-Kurse-Kanal aufgerufen hat zu einer kleinen Videoantwort. Und Guido hat gefragt oder hat aufgefordert, wir sollen rausgehen und einmal schauen, ob wir was Essbares finden und das dann auch essen, sagt er. Anlass dazu hat der Guido seine 1000 Abonnentenzahl geknackt. Glückwunsch dazu, lieber Guido. Und wenn ihr den Guido nicht kennt, schaut mal bei seinem Kanal vorbei. Es ist Survival-Kurse, so heißt der Kanal. Der Guido beschäftigt sich, man kann es leicht erraten, mit Survival. Und ja, hat auch eine Website, survival-kurse.ch. Wer sich auch für das Thema interessiert, wird sicherlich bei ihm noch ein paar interessante Sachen finden. Ich bin auf ihn gestoßen durch Christoph vom Schnorbers 58 Kanal. Auch da immer wieder interessant, wenn man mal reinschaut. Und ja, lieber Guido, dann starten wir mal mit unserer kleinen Videoantwort. In einem deiner Videos hast du das Thema Sanddorn angegriffen. Sanddorn habe ich auch gefunden. Dann schauen wir mal, ob wir aus dem Sanddorn was machen können. So, schauen wir mal. Zerfleddert. Warum? Weil meine Frau hier ordentlich gepflückt hat. Zum Marmelade machen. Eine sehr gute Marmelade. So, heute probieren wir was anderes. Heute machen wir keine Marmelade, deswegen brauche ich ja nicht so viel davon. Und an diesen Zweig noch nehmen wird es wohl reichen. Brauche ich gar nicht. Sache, da fällt mir der ganze Scheiß natürlich runter. Kleiner Radatsch. Egal. So. Sanddorn haben wir. Schauen wir nach, ob wir noch was finden. So, und Zutat haben wir noch gefunden. Da brauchen wir gar nicht weit gehen. Hier noch ein, zwei schöne Äpfel. Die meisten sind schon runtergefallen, aber ein paar schöne hängen noch dran. Wunderbar, dann legen wir mal los. So, haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Den Sanddorn haben wir schon mal abgekrümelt. Ich würde nicht viel mehr als das hier nehmen, weil das Zeug ist wirklich sehr, sehr sauer. Schau, mit Fleischeinlage, aber das wollen wir heute gar nicht haben. Na, komm raus. Proteine wollen wir nicht, wir wollen hier heute vegetarisch. Da ist eine leckere Fleischeinlage dabei, ja? Tschüss. So, und dazu ein Apfel, schon geschält. Den braucht man ja nicht vorhandenen Apfelschäl, könntest du gar nicht sehen. Mal aufschneiden hier. Opa konnte das viel besser als ich. Oh, Apfel ist ohne Fleischanlage, da habe ich mir einen guten ausgesucht. Bei ungespritzten Äpfeln findet man manchmal auch einen Bewohner drin in der Ware. So. Das wird da Survival-Süppchen, ich sag euch das. So. Bisschen Wasser dazu, das Ganze schön einkochen lassen. Ja,
Ja, heute ist es ein bisschen regnerisch. Gestern, als ich mein Video gemacht habe mit dem Holzgas-Hobo, war es windig. Heute ist es regnerisch. Was wäre das Leben ohne Herausforderungen? Ein Brennmaterial dazu. Kommen würde, aber Vaseline getränken, Wattebäuschen, ist es schnurzpiep egal, ob es regnet oder nicht. Whoop. What was it? Heute fliegt mir alles aus den Fingern. Ich kriege keinen Funken geschlagen. Machen wir. Das muss ich doch zu. Wenn es nicht anders will, nimmt man halt die Klinge. Ich weiß, jetzt schimpfen wir die vielen Messerliebhaber auf dem Planeten. Das Holz ist feucht. Nicht der Idealfall.
Das hier ist übrigens ein Holzgasofen-Prototyp, den ich mir gebastelt habe. Das gibt's doch nicht, dass es einfach sowas gibt. Überfüllt oder was? So qualmt, ist das nicht lustig, Schatz. Filmst du das die ganze Zeit? Mhm. Mach mal Pause, weil das muss ich so viel schneiden nachher. Oh, und wenn unser Ofen dann ein bisschen Flamme hat, dann können wir auch anfangen, das Ganze zu kochen. Ein bisschen einzukochen. Das Wasser anzukochen. Jetzt die Blubberbläschen steigen auf. Übrigens, falls jemand... Ich habe das Wasser von zu Hause mitgenommen, falls jemand jetzt auf die Idee kommt, das nachzukochen mit Wasser von draußen. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt sollte das Wasser keimfrei sein. Kurz aufgekocht, sobald das Wasser über 70 Grad hat, 80 Grad, ist es keimfrei, weil alle für Menschen gefährlichen Keime dann zerfallen bei der Temperatur. So. Oh, die Äpfel werden langsam weich. Unser Süppchen kocht und unsere Zutaten zerfallen in ihre Bestandteile. Da wollten wir hin. Ach, der Apfel wird auch schon schön weich. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh, ich würde sagen, es kocht. Und wie man sieht, es entsteht ein schönes Apfel-Sanddornmus hier. Da wollten wir hin. Das war das Ziel.
So. Und wenn es erstmal so aussieht, dann ist es Zeit für die finale Zutat. Die habe ich mir natürlich nicht selber gesucht. Da war ich dann doch ein bisschen zu faul für, um das hier selber herzustellen. Aber wir geben noch eine Handvoll Haferflocken dazu. Und lassen das Ganze dann richtig schön zergehen hier. Herrlich veganes Survival-Frühstück ergibt sich hier. Ein paar Flocken können wir noch dazugeben. Man sieht, wir haben hier eine wundervolle Pampe. Im Bereich Survival-Frühstück ein feines Outdoor-Porridge. Das Ganze jetzt noch ein bisschen ziehen lassen. Und dann schauen wir mal, ob es schmeckt. So, last but not least in der Challenge hat der Guido ja verlangt, dass wir das Ganze, was wir hier zaubern, auch noch verzehren. Und lieber Guido, auch diesen Beweis bleibt wieder nicht schuldig. Hier ist das Porridge. Und ja, als Outdoor-Frühstück durchaus zu gebrauchen. Das schmeckt sehr lecker. Außerdem, was wir gefunden haben, den Haferflocken ist noch nicht drin. Bisschen heiß ist noch, aber schmeckt wirklich lecker. Und zum Thema Sanddorn hat der Guido auf seinem Kanal auch ein Video gemacht. Wer also mehr über Sanddorn wissen will, schau einfach rein auf Guidos Kanal. Schau, was Guido zu dem Sanddorn zu sagen hat. Hat eigentlich nichts ausgelassen in seinem Video. Sehr Vitamin C-reiche Pflanze. Sehr sauer. Deswegen nicht den Becher voll anfüllen mit Sanddorn. Und der Apfel, der rote, war relativ süß, der bringt da ein bisschen Süße rein. Ist wirklich gar nicht schlecht. Als Outdoor-Frühstück auf einer Wanderung kann man das durchaus mitnehmen, wenn man ein bisschen Sanddorn findet, wenn man einen Apfel findet oder was auch immer. Könnt ihr alles einkochen in dieses Porridge. So, danke euch fürs Zuschauen. Lieber Guido, dir weiterhin viel Erfolg. Und ja, schönen Abend dann euch noch.